Ich werde oft gefragt, was ich eigentlich noch essen darf. Und ich antworte, alles, aber ich möchte es gar nicht. Und dann beginnt er, der unendliche Dialog über Ernährung, die Diskussion über vegan. Und jedes Mal frage ich mich danach wieder, warum die meisten Menschen denken, dass Veganer energielose, blasse Gestalten sind. Und ich frage mich langsam, ob sie vielleicht recht haben. So viele Menschen können sich doch nicht irren. Oder etwa doch? Ich habe beschlossen, Antworten zu finden. Wie viel Energie haben die Veganer eigentlich? Besser gefragt, ist es möglich, sich rein pflanzlich zu ernähren und trotzdem Höchstleistung zu erbringen? Profisport und vegan? Geht das? Mein Name ist Lars. Ich bin 48 Jahre alt und lebe seit 8 Jahren vegan. Ich reise gern, ich mag das Meer und ich liebe das Surfen. Surfen verbindet Ausdauer, Kraft und Balance auf eine ganz besondere Art und Weise. Surfen ist magisch. Es ist ein Einklang mit der Energie der Natur. Leider lebe ich noch nicht am Meer, darum bleibt mir oft nur die Welle aus Stein. Es gibt mittlerweile Surf-Skateboards, das sind Skateboards mit besonderen Vorderachsen, die die Bewegung des echten Surfens ziemlich gut nachahmen. Das ist ein gutes Training zwischen den Trips ans bewegte Wasser. Ich gehe gern klettern. Kraft und Konzentration gegen Stein und Schwerkraft. Und wieder ist es die Verbindung zur Natur, die dieses Erlebnis so besonders macht. Je besser ich mich vorbereite und je besser ich auf meinen Körper achte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort ankomme, wo ich hin möchte. Alles muss leicht sein. Der Mensch ist klein und nur ein Teil des großen Ganzen. Und genau dieses Ganze gilt es zu bewahren, mit allem, was dazugehört. Die erste Station meiner Reise führt mich nach Hamburg. Ich treffe dort den Gründer des weltveganen Magazins, Markus Migeri. Eigentlich wollte ich ihn nur bitten, den Kontakt zu vegan lebenden Profisportlern herzustellen. Schnell wird mir klar, dass ich es hier nicht nur mit einem erstklassigen Redakteur, sondern auch mit einem leidenschaftlichen Sportler zu tun habe. Und so entsteht spontan das erste Interview zu meinem Film. Sport begleitet mich schon mein ganzes Leben. Yoga, Laufen, Kampfsport, Kraftsport. Kampfkunst hat natürlich den Vorteil, sich extrem körperlich mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch diese Disziplin reinzukriegen. Das Tolle ist bei Parkour, es ist kein Wettkampf, keine Wettkampfmentalität, sondern es ist eher eine Entfaltung seiner selbst. Du lernst eben den Kampf mit dir selbst zu kämpfen und den dann auch im Frieden zu kämpfen. Das ist das, was mich an Parkour reizt. Und am Kampfsport überhaupt reizt mich, dass es halt keine Grenze gibt. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo du sagst, du bist fertig, es geht immer weiter. Du fängst an mit dem, was der Körper hergibt. Also natürlich ist gut, wenn du koordinativ bist, wenn du dich bewegen kannst, aber im Prinzip brauchst du gar nichts, weil das würde dich daran hindern anzufangen. Einfach anfangen und machen. Also mit 14 hat es dann angefangen, auf Proteine zu achten, Kohlenhydrate, Fette, wie man das alles so kennt. Ich habe damals schon wenig Fleisch gegessen, völlig unabsichtlich, und Wurst war ich auch nie der Fan. Und das war so vor 10 Jahren, würde ich jetzt sagen. Seitdem ernähre ich mich überwiegend von grünen Smoothies, Proteinshakes, nichts Tierisches, ist ganz einfach. Damit ist meine Erholungszeit, Regeneration auch viel schneller, als das mit tierischen Produkten der Fall war. Das spüre ich auf jeden Fall. Training im Park oder überhaupt im Freien macht ja immer Spaß, weil wenn du so einen Baumstamm in der Hand hast, das ist kein geeichtes Gewicht, das ist auch kein Schwert, sondern das ist ein Baumstammholz, der macht, was er will. Da musst du mit vielen kleinen Muskeln arbeiten und vorsichtig einfach sein, damit du die Übung korrekt ausführst und dich nicht verletzt. Außen zu trainieren, in der Natur, hat natürlich einen spirituellen Faktor. Es wird gelebt, was gerade im Hier und Jetzt ist. Und das klingt immer so leicht und schön, aber
Wenn das dein Schicksal ist und du das hier und jetzt nicht mehr wegwischen kannst und ersetzen kannst gegen irgendwelche Gedanken, die dich beschäftigen in der Zukunft oder in der Vergangenheit, tja, dann lebst du nur im Hier und Jetzt und das ist mein Schicksal und das genieße ich enorm. So ein Magazin. Nimm dich voll ein, immer präsent, immer da, weil es laufen so viele Dinge zusammen im Weltvegan-Magazin. Und weil mich das so interessiert, haben wir irgendwann dann Go Superfood gegründet. Go Superfood steht für Ernährung, Bewegung, Bewusstsein. Haben grüne Smoothies vor 6-7 Jahren nach Hamburg gebracht, in die Unternehmen rein, um dort zu zeigen, zu was ein wirklich grüner Smoothie fähig ist. Wenn man darüber mal nachdenkt, was denn so tierische Produkte alles beinhalten und was wir in unseren Körper lassen von Medikamente, Pestizide. Wenn man mehr pflanzliche Produkte isst, würde ich jetzt einfach mal ausdrücken, wird man auch friedlicher? Ich bin wahrscheinlich mehr vegan, als ich denke. Ja. Durch Markus bekomme ich meinen ersten Kontakt zu anderen vegan lebenden Sportlern. Und so führt mich meine Reise in Richtung Süden, in die Pfalz. Genau gesagt, nach Pirmasens. Mein Gesprächspartner wird dort Sebastian Klaudert sein, Fitnesssportler und Gründer von Powerplant Fitness. Also ich war jahrelang Vegetarier, über 20 Jahre, seitdem ich 5 bin, kein Fleisch mehr gegessen. Und das war das ein 10 Jahre langer Prozess, Veganer zu werden. Und die letzten 5-6 Jahre habe ich es dann komplett strikt durchgezogen. Die Umstellung war für mich eben, dass es ein fließender Übergang war. Am Anfang irgendwie so, wenn man weggegangen ist, mal noch eine Pizza gegessen mit Käse oder so drauf. Zu Hause komplett vegan gegessen und dann irgendwann so beschlossen, okay, für mich funktioniert es nur noch, wenn ich es komplett durchziehe, auch wenn ich unterwegs bin, dass ich rein vegan esse. Also beim Thema Ernährung versuche ich eben darauf zu achten, viel Vollkorngetreide zu mir zu nehmen, viel Obst, Gemüse, immer eine Proteinquelle, eine gute und Nüsse, Samen sind auch super wichtig. Ich versuche eben ein Gericht daraus zu kreieren jedes Mal, um alle Bereiche einfach gut abzudecken. Also man kann alle Bausteine super bedienen mit der veganen Ernährung. Also beispielsweise die Kohlenhydrate kann man ja sehr gut abwechseln zwischen Nudeln, Couscous, Bulgur, Kartoffeln. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Im Eiweiß muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass man sehr viel Hülsenfrüchte isst, die halt super energiereich sind für den Proteinhaushalt. Und da eignen sich halt super Hülsenfrüchte, Bohnen und sowas. Also was ich gemerkt habe auf jeden Fall ist, die Regenerationszeit hat sich drastisch verkürzt. Man merkt einfach, dass man oft, wenn man normalerweise hart trainiert, am nächsten Tag doch so ein bisschen boah, Muskelkater, hier tut's weh, hier tut's ein bisschen drücken und dass man einfach die Regenerationszeit sehr gut verkürzen kann. Aber ich habe ansonsten keine Nachteile erlebt, eigentlich nur Vorteile. Also mein Umfeld reagiert, es ist ganz unterschiedlich, wenn man eben nachts auf einer Party jemanden trifft und das Thema Ethik und Sport, Veganismus wird auf den Tisch gebracht, ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber beim Essen kommt eben oft die Frage, warum isst du dies oder jenes eben nicht und ganz oft im Fitnessstudio, wenn das Thema ist, wie kann das funktionieren, du hast doch auf jeden Fall Eiweißdefizit, du kannst nicht muskulös sein, während du Veganer bist oder dich so ernährst und so sind meistens die Berührungspunkte. Also ich versuche eben zu zeigen, dass es für mich funktioniert und wenn eben die ganzen Klischeesachen kommen, das kann ja nicht funktionieren, sage ich immer, ich kann für mich nur sprechen, für mich funktioniert es, es klappt wunderbar, ich darf dich einladen, das auch zu probieren. Ich schicke dir auch gerne Rezepte und es wird auch sehr gerne angenommen. Ich versuche natürlich so gut wie es geht, der Umwelt wenig Schaden zuzufügen. Wir wissen alle, dass das in der heutigen Zeit einfach nicht zu 100% natürlich möglich ist, aber ich versuche einfach einen goldenen Mittelweg für mich persönlich zu finden und die einfachste Stellschraube ist eben Veganismus, um mir was Gutes zu tun, aber eben auch der Umwelt. Also für mich ist einfach wichtig, den Leuten zu erklären, man hat dadurch keinen Nachteil, du hast nur Vorteile. Ich finde es auch super spannend, eben die Herzstiftung beispielsweise promotet, wenn man ein Problem mit dem Herz hat, isst viel Gemüse, isst viel Hülsenfrüchte, isst viel Vollkorn und das ist eben genau das Gegenteil, was normalerweise der Mischköstler zu sich nimmt und die empfehlen beispielsweise dann auch Fleisch runterfahren, Wurst runterfahren und für mich ist einfach gut zu wissen, dass es auch Menschen eventuell helfen kann, prophylaktisch was zu tun für ihre Gesundheit, wenn man sich eben vorausgesetzt auch gut ernährt. Man kann auch Veganer sein und nur Pizza, Pommes, Eis zu sich nehmen. Aber wenn man eben darauf achtet, auf viele Hülsenfrüchte, Vollkorn und gute Produkte, Gemüse, Obstsorten, dann kann man auf jeden Fall einen sehr guten Lifestyle haben, auch prophylaktisch vielleicht fürs Alter vorbauen.
ja, Männlichkeit wird ja gerne assoziiert mit, ich trinke Blut, ich esse Fleisch und sowas, ist für mich überhaupt nicht männlich. Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Für mich ist eher Männlichkeit, wenn man sich eben für Schwächere einsetzt, ist ja in anderen Aspekten des Lebens auch so. Man assoziiert ja eher das Gefühl mit dem Opfer und nicht mit dem Täter. Ja, normalerweise sind wir Menschen ja, wir feiern den Fortschritt. Wir wollen Smartphones, das gab es früher auch nicht. Wir fahren Auto, das gab es früher auch nicht. Und beim Thema Ernährung stagnieren wir oft so auf dem Stand von vor vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, auch da ist ein Umdenken gefragt. Und da kann man für sich ja entscheiden. Die aktuelle Situation, Corona, damals die Schweinegrippe, damals die Vogelgrippe. Kann ich daran aktiv was ändern, auch wenn ich nur der kleine, einzelne Mensch bin? Ja, man kann es auf jeden Fall. Wenn man eben nicht diese Produkte konsumiert, schadet man den Tieren nicht, man macht was Gutes für die Umwelt, man kann diese ganze Situation eventuell auflockern, weil die ganzen super resistenten Keime, wo kommen die her? Die kommen aus der Tiermast, eben durch diese Antibiotikanutzung, und da kann jeder was für die Umwelt und für sich tun, indem er vegan sich ernährt oder es zumindest versucht. Von Pirmasens aus geht es nach Nordrhein-Westfalen. In Haltern am See treffe ich einen waschechten Fußball-Weltmeister, Benny Hövelis. Ein Mann, dem der Erfolg nicht zu Kopf gestiegen ist. Ein Mann, den man in Haltern nicht nur wegen seiner sportlichen Karriere schätzt, sondern vor allem als Mensch. Ich bin aktuell 2,5 Jahre vegan. Hat damals angefangen in der Zeit bei Juventus Turin. Da habe ich ziemlich viel mit Verletzungen zu tun gehabt und mich darum geplagt. Und irgendwie habe ich nach Lösungen gesucht und bin immer wieder auf die vegane Diät gekommen. Das hat ziemlich schnell auch zu Erfolgen geführt. Der Körper muss sich ja erstmal ein bisschen umstellen. Man muss sich auch so ein bisschen daran gewöhnen, jetzt nicht mehr Fleisch und kein Fisch mehr zu bekommen. Das macht natürlich auch ein bisschen was mit dem Körper und das hat eine gewisse Eingewöhnungszeit gebraucht. Vor allen Dingen habe ich das auch in der Verletzungsphase umgestellt. Da habe ich natürlich jetzt nicht direkt den Effekt gemerkt, aber als ich dann wieder auf dem Platz stand, hat man relativ schnell gemerkt, okay, da sind einfach weniger Entzündungen im Körper drin. Ich bin nicht mehr so anfällig durch Verletzungen, gerade durch Muskelverletzungen. Und das hat mich die letzten 2,5 Jahre richtig gut begleitet. Seitdem wirklich nur noch Kleinigkeiten gehabt und auch täglich im Training nicht so muskuläre Verhärtungen gehabt oder so. Da bin ich echt super durchgekommen. Man hat gemerkt, dass man auf einmal total reine Haut bekommen hat, weil man die Milchprodukte auch weggelassen hat. Dann kam natürlich noch das eigene Gefühl dazu, dass ich auf einmal schneller regeneriert habe beim Training oder nach den Spielen, dass ich einfach weniger verletzungsanfällig war. Da waren einfach unheimlich viele positive Effekte und das hat mich auch immer wieder in der Sache bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe das gerade auch in Russland erlebt, wo ich dann auch 1, 2, 3 Spieler dafür begeistern konnte. Und es fing damit an, so ein bisschen auf Fleisch zu verzichten und irgendwann gar kein Fleisch mehr gegessen. Ich würde jetzt lügen, wenn sie alle komplett vegan geworden sind, aber sie haben sich damit beschäftigt. Das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Sie haben sich damit beschäftigt, sie haben darüber nachgedacht, was passiert mit den Tieren, mit dem Tierleid, was machen wir überhaupt mit der Umwelt. Was hat das für Folgen, was hat das für Ursachen? Und ich finde, das ist schon mal ein großer Schritt, wenn man die Leute ein bisschen dafür sensibilisiert. Das Schönste, was das Leben zu bieten hat, ist hart für etwas zu arbeiten, das es wert ist. Und ich glaube, gerade im Veganismus zählt es zumindest auch insofern, dass es einfach komplett lohnenswert ist, sich da auch umzustellen, weil es einfach unheimlich viele positive Effekte auf dein Leben hat. Gesundheitliche Aspekte, neues Lebensgefühl, sich auch über andere Dinge im Klaren zu werden, wie man mit den Mitmenschen umgeht. Ich glaube, da hängt schon ziemlich viel dran und das hat einen auf jeden Fall positiv beeinflusst. Während ich noch gemütlich über den See paddel und über das Gespräch nachdenke, frage ich mich, ob ich für diesen Film vielleicht Menschen begeistern könnte, die sich für 8 Monate auf ein Ernährungsexperiment einlassen würden. Vom Mischköstler zum Veganer. Ich verabrede mich dafür mit Alexandra Thiele. Alexandra, genannt Ali, lebt vegan, nimmt an Extremläufen teil und kennt viele Hobbysportler, die sich für diese Challenge eventuell interessieren könnten. Bei den Hindernisläufen ist es folgendermaßen: Auf 18 Kilometer gibt es 30 Hindernisse. Eine Rutsche runterrutschen, eine Strecke schwimmen, hangeln, klettern, tauchen. Und man muss Strafburpees machen, wenn man ein Hindernis nicht schafft. Es gibt kein Hindernis, vor dem ich Panik habe, aber es gab tatsächlich ein Hindernis, was ich letztes Jahr nicht geschafft habe und das werde ich dieses Jahr schaffen. Da musste man hangeln. Und dieses Jahr hangel ich vorher schon so lange, bis es kann. Ich schaff das. Ich lebe seit etwas über 2 Jahren vegan, weil ich
eine Laktoseintoleranz entwickelt habe. Also das ging so weit, dass ich Angst vorm Essen hatte. Und ich irgendwann an einen Punkt kam, dass ich gemerkt habe, so, jetzt muss ich irgendwas machen. Ich habe eine Doku gesehen, dass man auch mit Ernährung und auch vor allem vegane Ernährung ganz viel machen kann. Da gab es Menschen, die auf einmal keine Medikamente mehr brauchten und Entzündungen im Körper in den Griff bekommen haben. Und dann dachte ich so, das kann ich auch. Seitdem ist auch alles gut. Als ich anfing, vegan zu leben, brauchte ich tatsächlich 3 Monate, um mich irgendwie umzustellen, um zu sehen, was geht und was nicht geht. Meine Proteine hole ich mir über Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und habe für mich einen Erbsenproteindrink entdeckt und Keimlinge. Wenn wir uns die pflanzlichen und die tierischen Proteinquellen per se isoliert angucken, dann mag es zwar so sein, dass die biologische Wertigkeit von Rindfleisch beispielsweise höher ist als von Linsen, aber das ist im Alltag komplett egal, denn sobald wir im Laufe des Tages unterschiedliche Proteinquellen, Vollkornbrot zum Frühstück, Hülsenfrüchte zum Mittag zum Beispiel essen würden, werden sich die einzelnen Aminosäuren aus den verschiedenen Proteinquellen untereinander ergänzen und werden ein Protein erschaffen, was biologisch hochwertig ist und dem tierischen nichts nachsteht. Die erste Probandin, die mir Ali vorschlägt, ist Caroline Illig. Ich besuche sie in der Nähe von Hannover und bin gespannt auf ihre Motivation. Ich mache sehr gerne Sport, sehr gerne Krafttraining und so seit 2 Jahren haben wir angefangen mit diesen Matschhindernisläufen, wie mit dem Xletics zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie der nächste Lauf dann wird, wenn ich mich jetzt da tatsächlich mal 6 Monate komplett vegan drauf vorbereite. Bringt das vielleicht viel mehr Energie? Bin ich viel ausdauernder? Bin ich hinterher irgendwie gar nicht mehr so müde, wie das viele ja sagen, wie das so ist, wenn man sich dann komplett vegan ernährt und auf sowas vorbereitet? Fleisch essen kann ich irgendwie gar nicht, also aus moralischen Gründen. Ich kriege das einfach nicht runter. Und so bestimmte Fleischsorten kann ich auch irgendwie, also konnte ich auch schon lange gar nicht mehr riechen. Ja, Burger sind schon was ich sehr gerne mal selbst zu Hause auch mache. Und da bin ich schon gespannt, wie das ist, wie gut sich das auch komplett in vegan machen lässt. Und ich habe mich mal für dieses Patty entschieden aus Vollkornhaferflocken, Amaranth und Möhre. Und ja, alles, was halt auf so einem Burger so lecker schmeckt. Tomate, Zwiebel, Gurke, eine vegane Soße. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das mit einer veganen Soße schmeckt. Avocado, soll ja auch gesund werden. Ja, sieht lecker aus und hat 18 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ein Patty hat 60 Gramm. Finde ich einen ganz guten Proteinwert. Ja, das probieren wir jetzt mal aus. Ich bin Katharina, ich bin 54 Jahre alt und Mutter von 3 wunderbaren Töchtern. Sportlich gerne eigentlich gar nicht. Ich vermeide Sport, wenn es irgendwie geht. Also ich laufe mit meinem Hund, das tatsächlich auch gerne, aber ich bin nicht der Typ, der gerne ins Fitnessstudio geht. Als wir über vegane Ernährung gesprochen haben, hat dann Ali gesagt, naja, zur Überprüfung könnte man ja auch das gleich mit Sport verbinden und hat mich überredet, nach dem 2. Glas Sekt an diesem Xletics-Lauf im September teilzunehmen. Und ich glaube, ich muss da trainieren, um das auch zu schaffen. Gesagt ist gesagt, ich muss da jetzt durch. Also ich werde mich vegan ernähren, ich werde meinen Kaffee weglassen, ich werde Weißzucker und Weißmehl weglassen, das Training aufnehmen und ich hoffe, dass ich da mit den beiden Mädels ein bisschen mithalten kann. Aber der spannende Punkt wird sein, ob ich diesen Lauf durchhalten kann mit veganer Ernährung. Ich glaube, die größte Umstellung wird sein, auf viele Süßigkeiten zu verzichten, auf Schokolade und Kuchen, das wird mir schwer fallen. Und Käse, habe ich eigentlich fast überall mit dran, das wird mir schwer fallen, darauf zu verzichten. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass tierische Produkte kein Monopol auf irgendwelche überlebensnotwendigen Nährstoffe haben. Das heißt, all die für den menschlichen Körper essentiellen, also überlebensnotwendigen Stoffe, die wir zum Funktionieren brauchen, kriegen wir auch in pflanzlichen Produkten oder bakterieller Herkunft. Denn grundsätzlich kommt ja kein einziger Nährstoff aus dem tierischen Produkt.
Vitamine werden von verschiedenen Bakterien und von Pflanzen produziert und können im Laufe der Nahrungskette natürlich auch ins tierische Produkt kommen. Aber die Primärproduzenten sind nicht tierischer Herkunft. Das Gleiche, die Omega-3-Fettsäuren, für die manche Leute Fisch essen, kommen ursprünglich aus den Mikroalgen und werden nur im Laufe der Nahrungskette auch im Fischgewebe akkumuliert. Die Milch ist natürlich ein guter Kalziumlieferant, wenn wir jetzt sehr reduktionistisch nur auf das Kalzium blicken, obwohl wir ja Lebensmittel immer als Gesamtpaket bewerten sollten und dann wird die Milch vielleicht auch anders abschneiden. Aber jeder Mineralstoff, egal ob das Kalzium in der Milch oder das Eisen im roten Fleisch, das Jod im Fisch, all diese Nährstoffe kommen nicht ursprünglich aus dem tierischen Produkt, sondern Mineralien sind Teil der Erde, Teil des Bodens, werden von der Pflanze aufgenommen und können sich dann im Laufe der Nahrungskette akkumulieren. Natürlich, die Bioverfügbarkeit wird sich beim Hemeisen aus dem Fleisch etwas unterscheiden vom pflanzlichen Nicht-Hemeisen. Es sei denn, und da kommen wir zurück zum ursprünglichen Punkt, es sei denn, wir verbessern die Bioverfügbarkeit im Rahmen einer insgesamt gut ausgewogenen veganen Ernährungsweise, dann sind die Mineralien ähnlich verfügbar und der menschliche Körper kann auch aus rein pflanzlichen Quellen alles bekommen, was er braucht. Beim Einkaufen habe ich natürlich da und dort schon mal geguckt, ob es Alternativen gibt zu dem, was ich jetzt so mag und esse, und habe gesehen, es gibt viele Produkte und da bin ich ganz neugierig drauf, ob das mich auch zufriedenstellt. Ich erhoffe mir, dass ich durch diese Umstellung auf die vegane Ernährung mich insgesamt ein bisschen fitter fühlen werde, dass ich natürlich dadurch auch leichter Gewicht verlieren könnte und mir insgesamt vom Wohlbefinden her es mir dann besser geht. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Leistungssteigerungen, wenn man tierische Produkte konsumiert im Vergleich zu einer gut geplanten, ausgewogenen veganen Sporternährung. Wenn wir aus allen 5 Hauptlebensmittelgruppen wählen, werden wir automatisch genügend Kohlenhydrate für unsere sportliche Leistungsfähigkeit bekommen, wir werden genügend Proteine als Bausteine für die Körpersubstanz bekommen und wir werden genügend hochwertige Fette bekommen. Um festzustellen, wie sich die 8-monatige Ernährungsumstellung auf den Körper auswirkt, checken wir Katharina und Caroline zusammen mit Ali medizinisch durch. Wir wollen uns ein genaues Vorher-Nachher-Bild verschaffen. Ein großes Blutbild wird angefertigt und die Probandinnen werden bezüglich ihrer sportlichen Belastungsgrenze getestet. Ich fahre nach Berlin. Hier werde ich gleich 3 Profisportler besuchen, die sich rein pflanzlich ernähren. Einer von ihnen ist Boxwelt- und Europameister Ünsal Arik. Ja, ich habe mir einen Ernährungsberater zugezogen, weil wir Boxer, wir verbrauchen halt viel Energie. Dann wurde mir auch natürlich auch erklärt, dass ich vielleicht Tofu als Eiweißersatz essen kann, dass ich Sojagranulat essen kann, dass ich das ist was ein Eierersatz ist. Und dann habe ich einfach die Ernährung komplett umgestellt. Dann wusste ich genau, was ich essen soll und dann hat es auch plötzlich im Training geklappt, dass man nicht mehr energielos ist. Also bei Ausdauer oder so nicht. Also ich war als Fleischesser war ich auch ein fitter Sportler. Aber zugegeben, ich schlafe besser und die Regeneration funktioniert wirklich schneller. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese vollgepumpten Fleischsorten, die mit Medikamenten vollgepumpt sind, nicht mehr esse und auch keine ungesunden Fette mehr zu mir nehme, funktioniert die Regeneration natürlich einfacher. Umso natürlicher man ist, umso schneller regeneriert man, umso besser schläft man, weil der Körper das besser verarbeiten kann. Ja, wir haben uns zu Hause einen Hund zugelegt. Das war der Auslöser für mich, weil ich habe mir gedacht irgendwann, ja, wie kann sich ein Hund 20 Mal, 30 Mal am Tag genauso freuen, immer wieder, wenn ich nach Hause komme. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann war ich so sauer auf mich selber, wie konnte ich 33 Jahre lang nicht sehen, wie wir Menschen mit Tieren umgehen. Und das hat mich so traurig und sauer zugleich gemacht, dass wir dann sofort erstmal auf vegetarisch umgestellt haben und dann auch irgendwann vegan wurden. Mein Job, ich bin kein Experte, ich kann keinem sagen, wie es am besten funktioniert, aber meine Leistung lasse ich dann für mich sprechen. Wir haben genug Experten in der Veganszene und meinen veganen Freunden kann ich nur sagen, lebt es einfach positiv vor und eure positive Art wird viele Fleischesser dann dazu bewegen, vielleicht auch vegan zu werden. Ja, wir haben ja zum Beispiel im Boxen viel Show und was heißt Show, aber man kennt es ja, wir gehen ja auf die Waage face to face mit den Boxern, dann kam es auch schon mal vor, dass einer ein Steak vor meine Nase hingeworfen hat. Natürlich gibt es solche Provokationen, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es viele Kollegen respektieren und ich habe eigentlich bisher in der Boxbranche nichts Negatives eigentlich so erlebt. Wenn einer so tief sinken muss, muss ich nicht mit auf sein Niveau gehen, ich bin besser als er und das bekommt er spätestens im Ring zu spielen. Für einen Surfer gibt es kaum etwas Schöneres auf dieser Welt als eine perfekte Welle, geschaffen durch die Kraft der Natur.
Valeska Schneider begann ihre Karriere wie fast alle Surfer im Ozean. Mittlerweile ist sie spezialisiert auf künstliche Indoor-Wellen. Eine dieser Wellen läuft mitten in Berlin. Dort besuche ich die zweifache deutsche Longboardmeisterin. Vor dem Interview versuche ich mir aber selbst noch ein Bild von diesem Sport zu machen und stelle fest, dass es trotz langjähriger Erfahrung auf dem offenen Meer anfangs gar nicht so einfach ist. Ich habe das Surfen 2012 in Australien in einem Surfcamp angefangen, war dann erstmal hauptsächlich im Meer unterwegs und habe dann 2014, 2015 zum ersten Mal so auf einer stehenden Welle probiert. Ich war zweimal im Nationalteam dabei. Wir waren in Frankreich, in Biarritz und in Japan mit dem Nationalteam. Ich bin zweifache deutsche Longboardmeisterin und habe jetzt auch schon zwei Wettkämpfe dieses Jahr auf den stehenden Wellen gewonnen. Also die Herausforderung ist, dass es sehr auf Perfektionismus ankommt, also dass man sich keinen Fehler erlauben darf, weil eben dieser Faktor, dass die Welle immer gleich ist, man auch halt eben jetzt nicht irgendwie die Ausrede hat, die Welle hat einem nicht das Potenzial gegeben, sondern es kommt wirklich auf einen selber drauf an. Die körperliche Beanspruchung, gerade beim Meersurfen, ist vor allem das Paddeln und die Ausdauer. Und dann, wenn man mal eine Welle hat, dann wirklich auf Zack, die Schnellkraft muss dann on point sein, man muss super schnell sein, super schnell reagieren. Das Rapid Surfen, da fällt dieser ganze Paddelfaktor zwar weg, aber dadurch, dass man viel, viel mehr Zeit auf der Welle verbringt, geht es auch viel mehr auf die Beine. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würde man gesprungene Kniebeugen die ganze Zeit machen. Es gibt so den einen Teil bei mir, das ist Sportarten, die ich für Surfen mache. So dieses, auch dieses ganze Fitnesstraining, was halt einfach zu meinem Training gehört. Und dann gibt es die Sportarten, die ich sozusagen als Hobby mache. Mit der veganen Ernährung habe ich letzten Herbst angefangen. Ich habe diesen Film gesehen, Game Changers, und fand es super interessant, was sozusagen tierische Produkte, also wie anstrengend es für den Körper ist und wie einen das abhält von der Regeneration. Weil ich auch teilweise Probleme hatte mit der Regeneration, viel auch müde war, auch zwischen den Sessions oder dieses Nachmittagstief hatte ich extrem. Und habe das dann so immer mehr ausprobiert, habe vor allem auch, als ich Milchprodukte weggelassen habe, habe ich auch viel gemerkt, dass mir das gut tut und dass ich jetzt mittlerweile eigentlich Hafermilch viel lieber trinke als normale Milch. Also die Philosophie im Surfen, die Philosophie von der veganen Ernährung ist ja auch ein Teil davon, natürlich der Umweltschutz oder die Umweltbelastung, die durch die Tierhaltung und Viehzucht und was weiß ich alles zustande kommt. Ja, und da schnell so die Parallelen auch schließen kann, dass wenn man generell sehr umweltbewusst ist durch diesen direkten Kontakt der Natur, dass man das natürlich auch gern dann in anderen Lebensweisen sozusagen übertragen will. Ja, ich würde es einfach mal empfehlen, auszuprobieren. Man muss ja auch nicht super streng, man muss auch nicht von 0 auf 100, sondern man kann einfach mal Sachen weglassen und gucken, wie es einem geht. Und dann merkt man einfach, ob es einem besser geht oder nicht oder wie sich der Körper verändert. Und dann einfach mal gucken. Small steps towards big goals to reach dreams. Wenn die Frage aufkommt, ob eine vegane Ernährung im Leistungssport machbar ist und vielleicht sogar Vorteile mitbringt, muss man immer die wichtigste Grundfrage stellen, nämlich was versteht man unter einer veganen Ernährungsweise? Denn dem Körper ist es grundsätzlich egal, ob er seine Nährstoffe aus der einen oder anderen Quelle bekommt, solange er die Nährstoffe in ausreichender Menge in einer guten Bioverfügbarkeit kriegt und andere Stoffe, die im Übermaß schädlich sind, eben nicht im Übermaß bekommt. Ob jetzt die verschiedenen Aminosäuren zum Aufbau der Muskulatur aus einer pflanzlichen oder einer tierischen Protein Quelle kommen, ist dann relativ sekundär, solange eben die Menge der zugeführten Stoffe stimmt. Das heißt, die Frage, ob vegane Ernährung für den Sport geeignet ist oder nicht, ist ganz einfach damit zu beantworten, dass es auf die Ernährungsweise drauf ankommt. Es gibt sehr gut zusammengestellte vegane Ernährungsweisen, die der Leistungsfähigkeit zuträglich sein können, und es gibt natürlich Junkfood-vegane Ernährungsweisen, die dem abträglich sind. Im Stadion von Union Berlin wartet Andreas Luther auf mich, lebt seit Jahren vegan und erzählt mir von seinen Erfahrungen. Ich habe als Feldspieler angefangen mit meinen Schulfreunden damals mit 7 und es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen, aber ich habe bei einem Training dann einfach mal aus Spaß die Handschuhe angezogen und ja, hat mir so gut gefallen, dass ich nicht mehr loslassen konnte irgendwie und habe dann gemerkt, dass ich nicht ganz untalentiert bin und bin dabei geblieben. Naja,
schon regelmäßig eine Grenzerfahrung, muss man sagen. Weil du entweder der Held bist oder eben der Depp. Das muss jeder Torhüter irgendwo mal durchmachen, auch in jungen Jahren schon, glaube ich. Und du hast halt auch als Jugendtorhüter eine Verantwortung, wenn du da hinten drin stehst. Und es hat mir immer gefallen, weil das eine große, große Aufgabe ist, Spiele zu gewinnen, der Mannschaft zu helfen, vielleicht zu Null zu spielen. Das war für mich immer das Größte. Ich habe mich intensiv mit der Ernährung auseinandergesetzt, bin immer weiter ins Thema reingewachsen, habe mich sicherlich auch ein halbes Jahr erstmal dran gewöhnen müssen, okay, was sind die Produkte, die du nimmst. Vor 5 Jahren war die vegane Welt noch ein bisschen anders als heute. Heute ist es ja deutlich einfacher geworden, du hast sensationelle Produkte, mit denen du jeden Tag arbeiten kannst. Und was mir damals geholfen hat, ist einfach, dass ich unheimlich gerne selbst koche. Also ich kaufe ein und habe immer frisches Essen auf dem Teller. Das geht pflanzlich, vegan genauso gut wie mit einer normalen Ernährung. Ich habe, glaube ich, im ersten Jahr mit veganer Ernährung 6 Kilo abgenommen. Aber jetzt nicht wirklich sichtbar, sondern einfach, ich weiß nicht, was es genau war, vielleicht Wassereinlagerung oder sonst was. Auf jeden Fall habe ich deutlich an Kilogramm verloren, war aber so genauso fit wie vorher. Und das habe ich über die letzten Jahre eben so gehalten und muss sagen, dass ich für mich ein total fittes Gefühl habe. Ich bin jetzt 33, spiele immer noch auf hohem Niveau Fußball und glaube, dass ich so in der körperlichen Konstitution bin, dass ich es eben noch viele Jahre weiter so machen kann. Und das ist für mich allein schon ein Benefit, den ich davon habe. Im Profifußball ist es einfach so, am Ende zählt die Leistung, das Ergebnis, geht einzig und allein darum. Das ist kein Hobbysport, wo man den Sport ausübt, um ein bisschen Spaß zu haben, sondern das ist einfach Leistungssport, wo es um alles geht. Und wenn du am Ende Leistung auf den Platz bringst, dann interessiert es keinen, wie du das geschafft hast. Also ich bin glücklich mit dem Leben, was ich lebe. Bin glücklich mit der Ernährung, die ich für mich gefunden habe, mit der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich würde nie jemanden dafür verurteilen, welche Religion er hat, welche Ernährungsweise er für sich gefunden hat. Ich finde, dass der Mensch da frei sein sollte. Auch wenn ich sage, dass die vegane Ernährung sicherlich ökologisch Vorteile hat. Aber das ist, wie gesagt, meine individuelle Meinung. Aber ansonsten bin ich einfach der Meinung, dass man leben sollte und leben lassen sollte. Von Berlin aus geht es weiter nach München. Eine Stadt, die sportlich einiges zu bieten hat. Und ich werde wieder Neuland betreten. Einen Boxring. Ich treffe die 18-fache Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang. Ich gehe tatsächlich viel joggen, viel laufen und sonst ja Krafttraining, aber meistens ist es dann doch das Kickboxen. Ich habe mich in meiner letzten Wettkampfvorbereitung für meinen letzten WM-Kampf im Februar komplett vegan ernährt. Die Reaktion war auch eher so ein bisschen, wie willst du fit sein? Auch als ich das offiziell gepostet habe bei Social Media, haben halt sehr viele Leute negativ reagiert, weil sie halt gesagt haben, ja, da hast du überhaupt keine Energie. Es haben auch tatsächlich Leute geschrieben, okay, dann wirst du den Kampf verlieren. Ich habe mich in meiner Vorbereitung super gefühlt. Ich hatte auch überhaupt gar keine Probleme, auf Fleisch zu verzichten, ehrlich gesagt. Also es war für mich ja auch was ganz Neues. Aber ich habe mir tatsächlich so 4, 5 Gerichte rausgesucht, die ich super lecker fand und hatte damit überhaupt gar keine Probleme. Und generell im Training hatte ich das Gefühl, dass ich, dadurch, dass ich ja morgens und abends trainiere, sehr, sehr schnell wieder fit war, also eine kurze Regeneration hatte und einfach schnell wieder im Training drin war. Also ich habe mich einfach super fit gefühlt. Ja, beim Kampf war es tatsächlich so, dass ich natürlich auch so ein bisschen gespannt war, wie ich das merke, wie ich über die Runden gehe und so weiter, weil ich hatte in der Vorbereitung schon echt ein richtig, richtig gutes Gefühl. Also ich habe mich richtig gut gefühlt, richtig fit. Der Kampf, auf den ich mich vorbereitet habe, war WM-Titelverteidigung. Ich hatte auch eine starke Gegnerin, wo ich auch nicht so wusste, okay, es ist halt immer 50-50, aber ich habe ihn dann letztendlich gewonnen. Jetzt nach dem Kampf bin ich nicht mehr 100% vegan. Ich habe sehr, sehr meinen Fleisch- und Fischkonsum runtergeschraubt und mir fehlt auch da gar nichts. Und damit komme ich eigentlich perfekt aus.
Ebenfalls in München verabrede ich mich mit dem TV-Koch Holger Stromberg, der unter anderem 2014 Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft war. Und natürlich möchte ich von ihm wissen, wie sich die Weltmeister in Brasilien während des Turniers ernährt haben und darf vorher aber noch selbstgemachte Zutaten in seiner Küche probieren. Ja, als ich begonnen habe meine Reise bei der Nationalmannschaft, habe ich tatsächlich keinen einzigen Veganer in der Mannschaft gehabt. Und wer mir natürlich geholfen hat, sozusagen diese veganen Mahlzeiten zu etablieren, war tatsächlich auch Thomas Müller. Thomas ist ein Mensch, der unglaublich offen ist und sich erstmal eine Meinung bildet, bevor er irgendwas rausschnattert. Und genau so war es. Erste vegane Mahlzeit bei der Auswahl der Profifußballer Deutschlands zu mir hin, sagt, mach mir einen Teller, so wie du denkst, dass es richtig ist. Habe ich gemacht. Ist aufgestanden, hat er gesagt, schmeckt besser als ich dachte, mach mir noch einen Teller. Und dann ist er wieder gegangen. Und das hat er so laut gesagt, dass es alle gehört haben. Und dann war das Thema auch durch, weil natürlich kamen viele Spieler, die gesagt haben, ja, ich sag, du suchst Fleisch oder Fisch, gibt's heute nicht. Ja, suchst Käse, gibt's heute nicht. Ich sag, das ist es, was es gibt und das ist auch völlig ausreichend. Und so ist es dann gekommen, dass ein Verständnis dafür entstanden ist, dass man es einfach auf einem Minimum runterfahren kann und auch gar nicht braucht. Ich kann mich noch gut an einen Tag, an eine Mahlzeit in Südafrika erinnern. Da ging es quasi auf das zweite Spiel gegen Ghana. Und die Ghanaer sind ja wirklich starke, körperlich betonte Spieler. Und dann hat sich das irgendwie in der Mannschaft auf einmal so eingeschlichen, dass sie immer nur noch quasi Fleisch auf ihren Tellern gestapelt haben, muss man schon fast sagen. Und dann habe ich mir erlaubt, damals große Flipcharts zu schreiben und mal zu sagen, was der Mensch eigentlich braucht, wo man Proteine findet und was man in so einem ausdauerbetonten Sport eigentlich braucht, um seinen Gegner zu bezwingen. 2014 in Brasilien haben wir den großen Titel endlich geholt. Viele Jahre haben wir darauf hingearbeitet, um mit einer pflanzenbasierten Kost, die weit über 85% lag, haben wir also auch gesehen, dass man damit Weltmeister werden kann. Und das hat mir Recht gegeben und natürlich auch meine Arbeit bestärkt und mich selber bestärkt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Und mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Ja, also der letzte Monat war gemischt. Ein paar Tage habe ich es tatsächlich ganz vegan geschafft am Stück, also immer mal so 3-4 Tage. Und dann hat sich da eben doch mal wieder was eingeschlichen. Dann gab es da mal einen Kuchen und da waren dann eben doch Eier drin und Schokolade drauf. Und den wollte ich dann natürlich auch gerne essen und das habe ich auch gemacht. Aber ich habe es zum Beispiel geschafft, meinen Eiweißshake schon mal komplett umzustellen und bin da jetzt komplett bei einem veganen Shake gelandet. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich plötzlich Raketenkräfte dazu gewonnen habe, aber das Laufen funktioniert so gut oder so schlecht, wie es eben immer funktioniert. Ich bin eben noch kein besonders doller Läufer. Also die Umstellung auf das eigentliche vegane Kochen fand ich nicht schlimm. Das ist in der Familie überhaupt gar kein Thema. Dadurch, dass ich niemanden nötige, sich vegan zu ernähren, sondern einfach koche, essen wir das einfach alle mit und finden das prima. Da ist überhaupt kein Widerstand in der Familie. Ich habe so viele Rezepte und leckere Sachen ausprobiert, dass ich in der Zeit jetzt echt über 2 Kilo zugenommen habe. Es ist keine Diät. Es ist keine Diät. Es ist Ernährung und da muss man genauso aufpassen wie bei allen anderen Ernährungsformen auch. Letzten Endes muss man mehr verbrauchen, als man zuführt. Das bleibt leider so, auch bei veganer Ernährung. Auch wenn die Datenlage insgesamt noch ausbaufähig ist, haben wir trotzdem auch Positionspapiere von großen internationalen Fachgesellschaften wie der Academy of Nutrition and Dietetics, die schon in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder und auch zuletzt im Jahr 2016 ein Positionspapier zum Thema der veganen Ernährungsweise rausgebracht hat und dort neben dem wichtigen Kernsatz, dass eine gut geplante vegane Ernährungsweise in jeder Lebensphase, von der Schwangeren, während der Stillzeit, dem Kleinkindesalter, der Jugend, dem Erwachsenenalter und dem Seniorenalter möglich ist, auch gesagt hat, dass ebenfalls für Athleten
Athleten eine vegane Ernährungsweise möglich ist. Und das ist, denke ich, eine der Kernaussagen. Denn erneut, es kommt ja auf die Nährstoffbedarfsdeckung an und nicht auf eine spezielle Form der Ernährung, wenn wir jetzt nur auf die ernährungsphysiologischen Gesichtspunkte gucken. Ich bekam den Tipp, nach Stuttgart zu reisen, um dort eine Fußball-Torwart-Ikone zu besuchen. WM-Teilnehmer und deutscher Meister Timo Hildebrand. Ich versuche so viel wie möglich auf tierische Produkte zu verzichten. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man nicht zu dogmatisch unterwegs ist und nicht mit dem Finger auf die Leute zeigt und sagt, du bist der Feind oder das ist ganz schlimm, was du machst. Ich habe lange auch viel Fleisch gegessen oder eben auch Milch. Ich glaube, wir sind da alle geprägt aus der Vergangenheit von unseren Eltern oder auch aus der Werbung. Und uns wird eben viel vorgegaukelt, was gesund ist. Und ich glaube, wenn man sich dann wirklich selber mit dieser Thematik auseinandersetzt und ja, die Fakten auch auf den Tisch sieht und auch diese Veränderung annimmt, dann ist es wichtig, dass man auch Step by Step sich diesem Thema nähert und nicht eventuell von 0 auf 100 und einfach auch diese Empathie verspürt, die eigentlich jeder Mensch haben sollte, wie wir mit Mitmenschen umgehen oder eben auch den Tieren gegenüber oder auch einfach ganz groß gedacht unserem Planeten. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Monaten am eigenen Leib gespürt, wie es eben ist, wenn man mal in einer Krise ist durch die Pandemie, die uns alle betroffen hat. Und diese ganzen Umweltprobleme, das ist alles irgendwie so weit weg gewesen. Man hat alles weggeschoben. Aber letztendlich spüren wir es jetzt am eigenen Leib. Und das kann immer wieder passieren. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein und mit dieser Akzeptanz, wie wir auch die neuen Regeln, dieses New Normal angenommen haben, sollten wir auch eben uns diesem Thema widmen, denn es ist elementar, auch gerade für die nächsten Generationen. Ich glaube, es gibt nur wirklich zwei Wege, die wir gehen können. Entweder die Politik verbietet es, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil einfach zu viel Lobbyismus im Spiel ist. Die Wirtschaft, der wirtschaftliche Zweig ist wahrscheinlich zu groß, um da Einschränkungen vorzunehmen. Oder eben der Konsument, unser Konsumverhalten. Das ist einfach elementar. Jeder kann dafür sorgen, etwas zu ändern, egal wie klein es ist. Ich frage mich selbst oft, warum man nicht diesem Thema noch mehr Präsenz gibt und auch offensiver damit rausgeht. Aber ich glaube, gerade bei Fußballern ist es oft so, dass man einfach vielleicht auch keine Angriffsfläche bieten will, wenn man sich zu irgendeinem Thema äußert. Aber ja, ich glaube, es ist so letztendlich diese Männlichkeit. Ich muss stark sein, ich muss Fleisch essen und das gehört dazu. Und ich glaube, da spielt eben die Prägung der vorherigen Generation eine enorme Rolle, was man einfach auch als Kind mitbekommen hat, was man übernommen hat in diesem Thema von seinen Eltern. Ich versuche, Veränderungen anzunehmen und diese eben auch zum Beispiel meinem Sohn weiterzuvermitteln oder eben Leute aus meinem näheren Umfeld einfach aufzuklären oder so ein bisschen einen Anstoß zu geben, Dinge zu verändern. Ich habe auch erkannt, dass ich erstmal bei mir selber anfangen muss und das einfach auch vorleben sollte. Denn nur wenn man ein gutes Vorbild ist, steigt auch die Akzeptanz deines Gegenübers. Dieses Thema muss noch weiter in die Mitte der Gesellschaft. Jeder braucht noch mehr Akzeptanz dafür und Auseinandersetzung. Und ich bin einfach mit den Gastronomen dran, ein Restaurant zu eröffnen in Stuttgart. Wir haben einfach eine Vision, dieses Thema voranzubringen. Und den Tieren ist egal, warum sie nicht gegessen werden. Die Sportler und die Vereine sind mittlerweile auch viel, viel offener dafür geworden, einfach auch Dinge zu ändern, um einfach da auch vielleicht eventuell einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Sportlich habe ich jetzt noch keine großen Unterschiede festgestellt, wobei ich ja jetzt auch komplett anders trainiere, weil die Fitnessstudios geschlossen sind. Also jetzt ganz viel zu Hause mache mit meinen Kettlebells, was ich sonst nicht so viel und nicht so intensiv mache. Von daher weiß ich das jetzt gar nicht so ganz genau, ob ich da irgendwo stärker oder schwächer geworden bin. Aber wenn die Fitnessstudios jetzt demnächst hoffentlich wieder öffnen, dann wird das mal ganz spannend zu gucken, ob ich da Unterschiede feststelle. Ja, ich heiße Roland Wegner, ich bin 45 Jahre alt, wohne hier im schönen Augsburg, bin in meiner Freizeit gern sportlich unterwegs, mache viele verrückte Sachen, unter anderem auch das Rückwärtslaufen. Zum Rückwärtslaufen gekommen bin ich durch eine Verletzung, ich hatte eine Knieverletzung
Und da war das Vorwärtslaufen einfach vom Schmerz her nicht mehr möglich. Also ich habe festgestellt, dass ich rückwärts laufen kann, aber Vorwärtslaufen eben nicht. Und deswegen habe ich das intensiviert und da drin weitergearbeitet. Das Erste, was ich erreicht habe, war, dass ich den Weltrekord über 200 Meter gebrochen habe. Das war ein sehr guter Rekord aus Amerika damals, in Amerika gehalten, von einem Amerikaner gehalten. Und ja, das war eine harte Nummer, über 32 Sekunden, 200 Meter. Und darauf habe ich hart trainiert und das hat dann auch 2004 hat das funktioniert, diesen Rekord zu brechen. Daraus haben sie dann auch die 100 Meter natürlich besser entwickelt und bin dann ein paar Jahre später dann auch den Weltrekord gelaufen über 100 Meter und das waren 13,6 Sekunden. Ja, war eine schnelle Zeit und bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe festgestellt, obwohl ich schon älter war, ich war schon über 30, konnte ich meine Leistungen nochmal steigern. Und das hing natürlich mit der Ernährung zusammen. In Anbetracht dessen, dass ich nicht mehr trainiert hatte wie vorher, eigentlich das Training ist gleich geblieben. Ich habe mich dann nur noch halt besser ernährt. Ja, alle 2 Jahre etwa lasse ich ein Blutbild machen und das ist immer noch in Ordnung. Meine Werte sind alle einwandfrei. Und ich spüre das ja auch selber, ob ich leistungsfähig bin oder nicht. Wenn man Eisenmangel hat, dann ist man eher müde und das kommt aber bei mir gar nicht vor. Ja, wobei ich ja gesagt habe, wenn die Fitnessstudios wieder offen sind, kann ich das erst so richtig vergleichen, ob sich da was geändert hat mit der Ernährung. Habe ich jetzt nicht festgestellt, dass es da irgendwie Leistungsunterschiede gibt. Fällt mir natürlich alles denkbar schwer jetzt nach der langen Fitnessstudio-Pause, aber das geht, glaube ich, jedem so, egal wie er sich ernährt. Ja, läuft super mit dem Hangeln. Also seitdem die Fitnessstudios wieder aufhaben, können wir endlich wieder loslegen und das klappt auch ganz gut. Läuft. Passt. Es ist zum einen, wenn ich im Supermarkt die Salami-Brezeln aus dem Augenwinkel sehe, da merke ich noch, wie es mich echt ruckt. Und wenn ich die frischen Eier von meinen Hühnchen wegtun oder weggeben, verschenken muss. Laufen morgens, das ist okay, aber da fehlt noch eine ganze Menge, um da mich gut vorbereitet zu fühlen für den Wettkampf oder für das Rennen. Da muss ich noch eine Weile was tun für. Ich meine, dass ich durch die neue Ernährung schon irgendwie weniger beschwert mich fühle. Leider ist das noch nicht so auf der Waage zu merken, aber die leichteren Gerichte sind doch angenehm und machen doch so ein Gefühl von, ich bin satt, aber nicht beschwert. Und das finde ich super angenehm. Ich glaube, mein Problem ist das Krafttraining. Da muss ich jetzt ran und da hilft kein Jammern, das muss ich jetzt tun. Ich fahre nach Frankfurt und treffe dort die vegane Ernährungsberaterin Alexandra Kehlemann. Seit 2014 ungefähr bin ich damit beschäftigt, Sportler zu beraten, sich pflanzlicher zu ernähren. Und allein der Schritt hin zu dem Verzicht auf Tiermilchprodukte, hin zu Pflanzenmilchprodukten, bringt schon bei vielen körperliche Vorteile und auch das Weglassen von Fleisch, weil es eben sehr lange braucht, um verdaut zu werden. Das merkt man häufig dran, wenn man nach dem Essen müde wird, dass es eigentlich keine optimale Nahrung war, denn sie soll uns ja Energie geben. Und in Rücksprache mit den Sportlern habe ich immer weiter geguckt, was denn so die beste, die leistungsförderndste Ernährung ist. Und daraus hat sich dann dieses Superstar-Formel-Konzept ergeben. Ich nenne das häufig die 4 Ks. Das ist das Kauen, das Keimen, Wildkräuter, also Kräuter und kritische Nährstoffe. Das sind so die Punkte, die bei den Sportlern nochmal eine deutliche Leistungssteigerung gebracht haben. Ich hatte beispielsweise Kontakt oder habe einen Volleyballspieler beraten. Der hat davon berichtet, dass durch die vegane Ernährung schon viel besser war. Also er war fitter im zweiten Training und nicht mehr so träge, nicht mehr so müde. Aber seine chronische Knieentzündung, die er schon seit mehreren Jahren hatte, die ist nicht weggegangen. Als er dann wirklich angefangen hat, Samen zu keimen und auch auf kritische Nährstoffe wie das Omega-3-zu-6-Verhältnis zu achten, hat sich die Knieentzündung aufgelöst und er konnte wieder volle Leistung bringen.
Ich halte regelmäßig Rücksprache mit den Sportlern. Ich will immer gerne hören, wie sie sich fühlen mit der Ernährungsumstellung, was da so im Körper passiert. Und regelmäßig berichten die Sportler davon, dass sie sich deutlich fitter fühlen, also dass sie im zweiten Training noch genauso Kraft und Power haben wie im ersten Training morgens, dass sie nicht so schnell träge werden, dass die Verdauung besser ist. Auch Sachen, die wir normallos spüren, dass die Haut reiner wird, berichten die Sportler auch. Die drei Vorteile vom Keimen sind, dass durch das Keimen die Hülsenfrüchte beispielsweise deutlich besser verdaulich sind und Leute keine Probleme mehr haben mit Blähungen. Der Vitamingehalt der Nahrungsmittel steigt beim Keimen deutlich an. Beispielsweise sieht man das häufig an den B-Vitaminen. Und das Kochen geht viel schneller, wenn man zum Beispiel ein gekeimtes Gericht aus Linsen kocht, braucht man nur noch 2-3 Minuten kochen. Also das Essen steht viel schneller auf dem Tisch, als wenn man die Hülsenfrüchte ungekeimt kochen muss. Zusätzlich kommen bei mir häufig Wildkräuter zum Einsatz. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie maximal nachhaltig sind. Also sie haben keine Transportwege, man kann sie pflücken und sofort essen. Sie wachsen überall und haben einen deutlich höheren Nährstoffgehalt als das Zuchtgemüse, was man so im Supermarkt kauft. Und Gänseblümchen und Löwenzahn kennt jeder, aber es gibt auch so Schafsgarbe und Spitzwegerich, Labkraut, Fünffingerkraut, das findet man eigentlich überall. Ja, einfach mal ausprobieren. Durchweg geben eigentlich alle Sportler das Feedback, dass sie deutlich schneller regenerieren und kaum mehr Muskelkater nach dem Sport haben. Ich würde behaupten, dass der Anteil der Menschen im Sport, die sich pflanzlich ernähren, deutlich höher ist als in der breiten Bevölkerung. Es gibt beispielsweise eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft, da sind 6 bis 7 Spieler vegan oder ernähren sich pflanzlich. Da sind wir so bei einem Drittel, also bei 33%, und das ist deutlich höher als in der breiten Bevölkerung, der Anteil der Veganer. Weil die Sportler die positiven Effekte der Ernährung auf den Körper deutlich schneller und stärker spüren als jetzt ein Nicht-Leistungssportler beispielsweise. Ich spreche in der Beratung nicht nur mit den Spielern, sondern ich nehme die auch an die Hand und gehe einmal mit den Einkaufen am Anfang, weil häufig sagt ein Sportler, ja super, die Vorteile, die möchte ich auch spüren, aber sind so ein bisschen überfordert mit, wie soll ich das jetzt alles machen? Dann gehe ich einmal mit denen in den Supermarkt, zeige denen, dass man eigentlich nur einen anderen Handgriff macht als vorher, zeige denen, was sind gute Produkte, und beim nächsten Mal geht es dann ganz von alleine, also super easy. Von Frankfurt aus führt man Weg nach Freiburg. Simon Geschke ist einer der Sportler, der von Alexandra Kehlemann beraten wurde. Heute treffe ich den Tour de France-Etappensieger in seiner Wohnung und spreche mit ihm über die Umstellung auf vegan und über seinen Sport. Ich lebe jetzt seit 2016 vegan und Alex Kehlemann hat mich begleitet seitdem. Sie hat mich ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Ich habe mich von Anfang an mit der Ernährung halt sehr gut gefühlt und bin dann einfach dabei geblieben. Es war anfangs für mich, wollte ich erst mal testen, so 2-3 Wochen, ob es vielleicht auch negative Einflüsse hat oder positive. Man kann sich ja nie sicher sein, bevor man es nicht probiert hat. Ja, und dann bin ich aber endlich gleich die ersten Rennen sehr gut gefahren, trotz der Umstellung. Und ich habe da eigentlich gar keinen großen Unterschied gemerkt. Und das war für mich dann so das Zeichen, dass ich definitiv dabei bleiben kann und auch sowieso dann auch wollte. Ja, der Radsport an sich ist für mich die vielschichtigste Sportart überhaupt. Jede Etappe oder jedes Rennen hat seinen eigenen Charakter. 70, 80 Renntage und jeder Renntag ist anders und das macht es für mich so interessant. Radsport ist viel Taktik, viel rohes Talent auch, Material. Es ist sehr vielschichtig und jedes kleine Detail macht eigentlich einen Unterschied. Regeneriert habe ich mich eigentlich gleich gut. Ich habe gemerkt, dass man halt eigentlich besser schläft und dadurch auch weniger Schlaf braucht. 4 bis 8 Wochen vor wirklichen Saisonhöhepunkten achtet man schon wirklich auf alles und lässt dann halt auch wirklich mal alles, was nicht so gesund ist, weg. Vor allem in der Ernährung und auch im restlichen Leben. Das Klischee, dass Veganer nur Salat essen, die Zeiten sind, glaube ich, langsam vorbei. Ich verlasse Freiburg wieder in Richtung Stuttgart, um dort einen Stopp bei der Tierrechtsorganisation PETA einzulegen.
Der Mitbegründer Harald Ullmann gibt mir Einblicke in sein Leben und erzählt zusammen mit Lisa Kainz über die Vorteile des veganen Lifestyles. Ich habe selbst früher Sport studiert. Da war ich noch nicht Veganer oder Tierschützer und Vegetarier, aber ich habe dann zum Teil 20 Jahre später, als ich bereits 10, 15 Jahre Vegetarier war, waren meine Leistungen, meine Sprints, ich war 100 Meter und 200 Meter Läufer, sogar besser, wie als ich noch in meiner Blütezeit war, so Anfang 20. Veganer schneiden in Studien bei vielen Dingen besser ab in Bezug auf diverse Krankheiten, beispielsweise Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes und beispielsweise Gicht. Es ist auch so, dass viele Ernährungsorganisationen, beispielsweise von den USA, Kanada oder Australien, sich ganz klar dafür aussprechen, dass eine vegane Ernährung sicher ist in allen Lebenslagen. Also egal, ob man sich sportlich betätigt, ob man schwanger ist, ob man ein Kleinkind zu versorgen hat oder eben in hohem Alter. Es wird aber dort auch deutlich gemacht, dass eine Prävention oder Vorteile in der Behandlung bei verschiedenen Krankheiten haben kann. Es gibt keinen Planet B oder einen Plan B. Wir müssen, um die Erde gesund zu halten, damit wir alle genügend Nahrung und Lebensmittel zur Verfügung haben, führt kein Weg dran vorbei, sich pflanzlich zu ernähren. Das Tolle daran ist also, dass wir durch die vegane Ernährung eine Win-Win-Win-Situation haben, denn wir bekommen mega leckeres Essen und können dafür Millionen Tiere vor einem grausamen Tod im Schlachthof retten, aber auch die Umwelt schützen und unserer eigenen Gesundheit was Gutes tun. Auch abseits der ethischen Bedenken schaffen wir mit der industriellen Massentierhaltung ein System, was die ideale Brutstätte für Zoonosen, also von dem Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten, darstellt. Dadurch, dass wir willkürlich Antibiotika in großer Menge verfüttern, etwa 70% der weltweiten Antibiotika gehen nicht in die Humanmedizin, sondern gehen direkt in die industrielle Massentierhaltung. Und damit fördern wir das Auftreten und das Risiko für Antibiotikaresistenzen. Die industrielle Tierhaltung ist der größte Flächenverbraucher, Wasserverschmutzer und eine der größten Einflussfaktoren auf die Umweltzerstörung insgesamt. Und von daher, auch wenn man die Ethik außen vor lassen würde, gäbe es eine ganze Reihe an Gründen, die dafür sprechen, das System Fleisch komplett neu zu denken und entweder das Tier aus dem Produktionsprozess tierischer Lebensmittel zu befreien, das heißt Zellkulturfleisch beispielsweise zu produzieren, oder ein System zu finden, wo eine pflanzenbetonte oder rein pflanzliche Ernährung für den überwiegenden Teil oder für den ganzen Teil der Kalorien verantwortlich ist. Auch ich habe nebenbei trainiert und möchte wissen, ob ich fit genug bin, um einen Hindernislauf zu meistern. In Berlin gehe ich zusammen mit Caro und Ali an den Start. 18 Kilometer, 36 Hindernisse. Also letzter Monat war gut, bin gut vorbereitet, bin total vegan. Ich hab Bock, kann losgehen. The darkness shines bright tonight, from the sea into the sky. Let it crawl inside and blacken out your mind. I've been here before, sinking to the floor. They tell me it's alright, but this is not right. It's all inside my head. I'm talking to myself to call out into the field. Let it go.
Das ist unser Hund Tango. Fit, ziemlich schlau und, wer hätte das gedacht, vegan. Viele Hundebesitzer sprechen mich beim Spazierengehen auf dieses Kraftpaket an und wollen wissen, woher Tango diese Energie hat. Wenn ich dann das Geheimnis der Ernährung lüfte, werden dieselben Menschen, die eben noch die Vitalität des Tieres bewundert haben, zu Skeptikern. Aber wie bei den Menschen gilt auch hier. Es ist wichtig, welche Nährstoffe das domestizierte Tier in ausreichender Form bekommt und nicht, woher sie stammen. Einer der immer noch am häufigsten gebrauchten Argumente für den Fleischkonsum ist, der Mensch ist doch ein geborener Fleischesser. Manche Leute sagen, der Mensch ist ein Mischköstler, ein Omnivor. Manche gehen sogar so weit und sagen, der Mensch wäre ein reiner Fleischfresser, ein Carnivore. Es gibt ja auch eine Carnivore-Diet mittlerweile. Und auf der anderen Seite hören wir viele vegan lebende Menschen, die sagen, nee, der Mensch ist eigentlich ein Herbivore, der zwar vielleicht Fleisch essen kann, aber grundsätzlich von seiner Physiologie her ein Herbivore ist. Und man muss sagen, grundsätzlich sind alle drei Parteien nicht wirklich auf der richtigen Spur. Denn per se einmal ist der Mensch ohne Frage ein Mischköstler. Das heißt, er kann sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel gut verdauen und es gibt ihm die Möglichkeit, einen sehr vielfältigen Speiseplan zu nutzen. Nur weil wir etwas können, heißt es aber nicht, dass wir es auch müssen und dass es ethisch deswegen gerechtfertigt wäre, nur weil wir etwas können. Wir wissen in der Vergangenheit, Menschen haben sehr viele Dinge getan, die wir konnten, die wir heute ethisch deutlich ablehnen. Und wenn wir uns die Physiologie, die Anatomie des Menschen angucken, sehen wir mal, ein Argument von vielen Fleischessern hält nicht stand, wenn es heißt, guck, wir haben doch Reißzähne. Das hier sind Eckzähne und die sind nicht wahnsinnig stark ausgeprägt und selbst wenn sie das wären, sehen wir, dass eine ganze Reihe an Pflanzenfresser wie Moschushirsche, Wasserrehe und auch eine ganze Reihe an verschiedenen Affenarten durchaus sehr ausgeprägte Eckzähne haben, die schon deutlich mehr nach Reißzähnen aussehen und trotzdem sind das anatomische Pflanzenfresser. Das heißt, davon kann man nicht wirklich was ableiten. Und auch in Bezug auf den Verdauungstrakt. Unser Verdauungstrakt ähnelt nicht den Herbivoren. Er ähnelt aber auch nicht den Karnivoren und er ist auch nur zum gewissen Grad ähnlich wie andere omnivore Verdauungstrakte, wie zum Beispiel vom Schwein. Der Grund dafür ist, weil der Mensch das einzige kochende Tier ist. Die Art und Weise, wie wir unsere Nahrung in den letzten Jahrtausenden zubereitet haben, hat uns zu dem einzigen Tier gemacht, das eine genetische Adaption an das Kochen hat und deswegen einen ganz anderen Verdauungstrakt wie alle anderen Tiere. Und es ist keine gute Argumentation, nur weil ein Carnivore oder ein Omnivore in der Natur irgendwas macht, dass wir das deswegen auch machen müssen. Letztendlich können wir uns, und das ist ja das Schöne, durch unsere kognitiven Fähigkeiten nicht nur unterschiedlichste Nahrungsquellen zur Verfügung stellen lassen, sondern wir können auch ethische Entscheidungen darüber treffen, welche Nahrungsquellen für uns selbst, für unsere Angehörigen und für die Welt die besseren sind. Wegen des Coronavirus, das mal wieder meine Reisepläne über den Haufen wirft, nehme ich per Videokonferenz und Telefon Kontakt zu Ryan Regitz auf. Die Telefonverbindung ist schlecht, aber besser als gar nicht. Es ist die BMX auf Skiern. Es ist nicht eine alpine Disziplin, es gehört momentan noch zum Freestyle. Wir starten 4 Stück aufs Mal. Es hat Wellen, Kurven, Sprünge und ja, die ersten 2 kommen immer eine Runde weiter. Das ist ein Kahn-System und ja, Achtelfinale bis ins Finale. Es hat alles angefangen, als ich mich verletzt habe und hatte eine Operation an Knie und Fuß. Und da dachte ich mir so nach den Operationen, hey, schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Werde ich doch mal vegan für einen Monat. Hab's versucht, hab mich laufend informiert und ja, inzwischen sind schon 3 Jahre vergangen. Ist alles sehr gut verheilt und sehr schnell. Und war auch sehr leistungsfähig wieder, sobald ich wieder Kraft aufbauen konnte und Rennen fahren. Die Leute werden ein bisschen aufmerksamer. Es wird ihnen bewusst, ah, hey, es ist ein veganer Athlet unter uns und der ist auch sehr erfolgreich. Und die Leute werden einfach bewusst drauf, dass man so auch Leistung erbringen kann. Aber so ein Thema für die meisten ist es gar nicht. Ich werde immer gefragt, so, ah ja, fehlt dir nichts und musst du nicht enorm viel supplementieren? Und ich so, hey, ich bin Profisportler, ich würde auch so viel supplementieren, denn ich will das Beste aus meinem Körper herausholen. Und ja, es geht ganz gut, denn wenn ich nicht irgendwie gesund wäre oder meine Leistung nicht zumindest gleich gut wäre, würde ich ja wieder umsteigen, aber musste ich ja nicht. Ja, für die aktuelle Saison ist mein Ziel, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Ich bin momentan auf Platz 3, also eigentlich ganz gut auf dem Weg. Und die Weltmeisterschaft ist dieses Jahr noch. China wurde abgesagt, aber es sollte eigentlich in den nächsten Wochen herauskommen, wo das Weltmeisterschaft stattfinden wird. Und dort will ich mir den Weltmeistertitel holen. Ich fahre nach Hannover, ins vegane Restaurant Hiller, um dort mit Katharina und Ali über den Wettkampf und über die vegane Challenge zu sprechen.
Ich hatte für den Wettkampf ganz, ganz toll trainiert, bin wieder zum Fitnessstudio gegangen, bin auch laufen gegangen, war schon wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, konnte aber an dem Wettkampf nicht teilnehmen. Unfall ist mir dazwischen gekommen, ich musste in der Reha und Terminverschiebung bis in Corona rein, also das war letzten Endes eine Verkettung unglücklicher Umstände, ich war nicht dabei beim Wettkampf. Also der Wettkampf war ganz cool, aber ich hatte eine Knieverletzung, deswegen konnte ich natürlich nur die kurze Distanz laufen. Dafür hat das Hangeln geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Dreivierteljahr Vegan-Challenge fand ich toll. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe ganz viele Sachen gelernt und neu umgesetzt und ganz viele Sachen auch in der Familie oder mit der Familie umgesetzt. Und dabei werde ich bleiben. In Basinghausen machen wir nach über einem halben Jahr einen letzten Leistungscheck mit Caroline. Wir wollen sehen, wie sich die vegane Ernährung auf ihren Körper ausgewirkt hat. Ja, also was man sagen kann, ist, dass Caro sich in diesem Zeitraum des letzten Jahres, also zwischen den beiden Messungen, stabil gehalten hat. Also das heißt, wir haben ja eine Situation gehabt aufgrund der Pandemie, dass nicht alle Trainingsmöglichkeiten gegeben waren und dennoch konnte sie ihre Leistungssituation erhalten. Und man kann wirklich zusammenfassend sagen, dass die vegane Ernährungsweise hier definitiv keinen Nachteil für die Sportlerin dargestellt hat. Vergleicht man die Blutwerte miteinander? Vor der veganen Ernährung und zum jetzigen Zeitpunkt kann man sehen, es gibt keinen Hinweis auf irgendwelche Nährstoffdefizite. Unser Augenmerk hatten wir gelegt auf die Eisenstoffwechselwerte und auch auf die Fettstoffwechselwerte. Die sind in einem hervorragenden Bereich. Was erfreulich ist, sind, dass die Nierenwerte sich verbessert haben. Es ist natürlich nicht so ganz einfach, vorher nachher zu vergleichen in der Phase der Pandemie, weil alles eben ein bisschen anders gelaufen ist, man nicht so trainieren konnte, wie man das gewohnt war. Aber es ist schön zu sehen, dass ich mein Leistungsniveau halten konnte, obwohl ich eben nicht so trainieren konnte wie bisher und dass die vegane Ernährung da überhaupt keinen Nachteil dargestellt hat. Insgesamt gebe ich zu, ist es mir nicht besonders leicht gefallen, die Umstellung. Aber es hat unterm Strich Spaß gemacht. Ich habe viele neue Gewohnheiten entwickelt, viele neue Rezepte so in den Alltag übernommen und kann das zum Nachmachen mal empfehlen. Meine Reise endet in Aachen, wo ich den sympathischen Schauspieler Ralf Möller treffe. Es geht bei mir jedenfalls nicht und ich glaube auch bei den meisten nicht, dass man von heute auf morgen sofort sagt, stopp. Es ist nicht einfach. Als ich damals hörte, vegan, da habe ich genau die gleiche Einstellung gehabt. Ich sage, musst du Fisch, Fleisch, musst du Sachen essen. Guck dich an, sag ich, da kannst du ja gar nicht, ne? Muskeln und so weiter aufbauen. Ich verstehe die Vorurteile, absolut. Weil bei mir hat es auch gedauert, bis ich so weit war. Aber dann hat es gefunkt und dann spürst du es. Wenn jetzt einige ankommen und sagen, ja, ich muss ja die B12 haben und wo ist das Kalzium und wo kriege ich dieses oder jenes her? Ich sage, Leute, der Elefant, der Gorilla und der Ralf Möller sind die stärksten Tiere. Und die sind alle gesund, muskulös und kräftig. Also muss es ja irgendwo herkommen, wenn man überwiegend pflanzlich isst. Also, dazu kommen natürlich viele extreme bekannte Sportler mittlerweile im Fußball, im Football, im Schwimmbereich, in Mengen, in Gewichtheben, in Kampfsportarten. Wir haben Weltmeister, die vegan essen, trainieren, also auch, da brauchen sie natürlich fürs Training die dementsprechenden Proteine und gute Kohlenhydrate und alles. Und die bringen und es zu Weltrekordzeiten. Bei mir ist es so, dass ich morgens erst trainiere, teilweise schon sehr früh, wenn ich, also in Los Angeles gehe ich meine schon 7 Uhr, halb 8 teilweise, mit meinem Kumpel Arnold. Wir fahren dann mit dem Fahrrad zu einem Fitnessstudio, trainieren dann dort und danach frühstücken wir dann. Und meistens Oatmeal, überwiegend Oatmeal, ne? Also Haferflocken sagt man auf Deutsch. Mit Erdbeeren oder Blaubeeren dabei. Ich habe auch diese EMS-Anzüge, diese Easy Motion Skin. Das ist ganz hervorragend. Da trainiere ich dann 20, 30 Minuten mit. Der entwickelt einen Reizstrom, der wiederum fließt in die Muskulatur. Das fühlt sich so an, als wenn ich dann wirklich das Gewicht von 30 oder 40 Kilo manchmal in der Hand habe. Das kann man dann selbst einstellen. Dem Mohammed Ali wurde mal gefragt, wie viele Wiederholungen machst du?
Und da sagte er, ich fange an zu zählen, wenn es weh tut. Das heißt also, ihr sollt euch natürlich erstmal aufwärmen, aber das kann ich auch nur sagen, wenn man nachher merkt, bei der 9., 10. Wiederholung wird es ein bisschen schwer, dass man noch 4, 5 sich herausquält. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch wie so im Leben. Wir haben oft mal Gegenwind und es läuft nicht immer alles so. Und es passiert auch nicht immer alles so oder geht seinen Weg, wie wir es gerne hätten. Aber eben nicht aufgeben. Wichtig ist immer wieder aufstehen und sich durchbeißen. Und das schafft man oder kann man leichter, wenn man Sportler ist, wenn man trainiert, dann kämpfst du dich da eben halt durch. Und dann kommst du als Sieger heraus. Eine interessante Reise quer durch Deutschland geht zu Ende. Ich habe viele sympathische Menschen getroffen, die mir Einblicke in ihr Leben gegeben haben. Ich bin inspiriert und schaue zuversichtlicher in die Zukunft. Aber am meisten freue ich mich, dass ich sie bekommen habe. Die Antworten. Die Antworten auf alle meine Fragen. Steps forward, no step back. Changes in your head, side by side. Peaceful light feels like a restart. All new. Gorgeous creatures, gorgeous minds. Spread your wings and fly. Cross the line and feel the sign. Forever you'll be mine. Side by side. Peaceful light feels like a restart.